Hallo zu einem neuen Infovideo. Ich möchte euch einfach mal ganz kurz erklären, wie ihr denn den Premium Tiger 1 und auch die Premium Air Cobra freischalten könnt. Im Prinzip ist es ganz simpel. Ihr spielt einfach Zufallsgefechte ab Rang 3, also Tier 3. Und dann wieder abhängig von eurer Schlachtaktivität bekommt ihr dann nach der Schlacht eine Kiste. Und in dieser Kiste sind Module drin. Gehen wir mal ganz kurz zurück. Wenn ihr hier unten auf alle inaktiven Gegenstände drückt und dann hier oben auf Workshop, könnt ihr zwischen Panzer und Flugzeug wechseln. Wenn ihr natürlich jetzt Landschlachten macht, bekommt ihr Kisten für den Panzer und bei Luftschlachten bekommt ihr Kisten für das Flugzeug. Da habt ihr so eine Kiste, Fix It Yourself, Tiger Modell, und dann sind da abhängig halt irgendwelche Module drin. Zum Beispiel so eine halbe Kanone. Es gibt 4 Module, die ihr freischalten oder craften müsst, und das sind verschiedene Stufen. Also man fängt hier eigentlich mit einer halben Kanone an, dann gibt es hier auch noch den halben Turm und dann noch die halbe Hülle und dann noch eine halbe Suspension. Laufwerk? Ich glaube Laufwerk müsste es heißen. Also 4 Module habt ihr, also 4 Grundmodule, und die müsst ihr dann immer wieder aufwerten. Also hier oben fängt man zum Beispiel mit einer halben Kanone an. Dann braucht man das Doomsday Device. Dafür braucht man 2 halbe Kanonen. Dann schaltet man das nächste frei, hat man hier einen Katapult. Dafür braucht man 2 Doomsday Devices. Danach ein Katapult kommt dann ein Unknown Item. Das sind immer so Fragezeichen. Für das bräuchtet ihr jetzt 2 Katapulte. Und ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass jedes Grundmodul 4 Stufen hat. Heißt also, wenn ich jetzt nochmal ein Katapult hergestellt habe, habe ich wahrscheinlich hier mein erstes Item voll. Aber ihr seht unten schon, ich bräuchte dann wieder 2 davon. Ich kann es jetzt zeitlich sehr schlecht einschätzen. Also das ganze Event geht bis zum 3. April, 14 Uhr. Ich habe jetzt 6 Gefechte gemacht und bin jetzt einmal relativ weit gekommen, sage ich mal. Wie ihr seht, man bekommt dann zum Beispiel 2 halbe Kanonen und dann vielleicht noch so ein halbes Türmchen. Und dann vielleicht nochmal irgendwas. Ist halt wieder abhängig von eurer Schlachtaktivität. Ich weiß dann auch gar nicht, ob das wirklich auch abhängig ist, was in der Kiste dann ist, oder ob es nur davon abhängt, dass ihr eine Kiste bekommt. Aber ich glaube eher ersteres, dass ihr überhaupt eine Kiste bekommt. Also eigentlich ganz simpel. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr so zwischen 20 und 30 Gefechte machen müsst, die dann auch relativ gut gelaufen sind, damit ihr eben auch eine Kiste bekommt. Und ihr könnt natürlich auch noch diese Module auf dem Marktplatz kaufen. Aber ich versuche das jetzt einfach mal mit Spielen hinzubekommen. Aber falls ihr natürlich jetzt kaufen wollt, die Module, könnt ihr das natürlich auch machen. Eigentlich gibt es dazu eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Einfach so 4 Grundmodule sammeln, zusammenbauen. Wenn ihr dann zum Beispiel was habt, hier einfach auf Assembly drücken und dann wird es zusammengebaut. Ganz einfach eigentlich. Dann schauen wir uns vielleicht nochmal schnell die Air Cobra an. Oder die King Cobra. Ist der Skin eigentlich auch ganz cool geworden. Und dann wünsche ich euch eigentlich noch gutes Gelingen. Ich versuche es auch hinzubekommen. Zumindest für den Tiger 1, weil Premium Tiger 1 ist bestimmt nichts Schlechtes und für Flugzeugfans ist so eine Air Cobra oder King Cobra auch nichts Schlimmes. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Freischalten und falls euch das Video geholfen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Bis zum nächsten Video.